Der idyllische Ozean ist ziemlich langweilig, also bringen wir mal ein bisschen Stahl mit rein. Ja, und da sind wir in unserem idyllischen kleinen Hafen in World of Warships. Ich habe World of Warships über die letzten Jahre immer mal wieder ausgepackt und gespielt und umso mehr freut es mich jetzt natürlich, dass Wargaming auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich nicht Lust habe, ein Video über World of Warships zu machen, und das mache ich natürlich sehr gerne und es war ein guter Grund für mich, das Spiel mal wieder runterzuladen. Und wenn ihr auch Bock auf das Spiel habt, dann nutzt auf jeden Fall den Link, der ganz oben in der Videobeschreibung steht. Wargaming hat nämlich da ein richtig großes Welcome-Paket für euch geschnürt, im Wert von 25 Euro, das Spiel an sich ist natürlich alles kostenlos, aber ihr bekommt dann schon mal Erfahrungspunkte, Schiffe, Geld, was weiß ich, was Premium-Spielzeit. Deswegen klickt doch einfach jetzt unten auf den Link und spiel mal eine Runde World of Warships und schau einfach mal, wie gut du dich schlägst. Also bin ich direkt in die erste Runde mit einem Flugzeugträger reingestartet. Im Spiel gibt es nämlich 5 verschiedene Klassen, die bei kleinen Zerstörern anfangen, dann über Kreuzer gehen, Schlachtschiffe, Flugzeugträger und so eine kleine besondere Klasse sind noch die U-Boote. Und ich hatte aber einfach Bock auf Flugzeugträger, also rein in die Runde und let's go. Und ich musste mich dann erstmal daran erinnern, wie man überhaupt World of Warships spielt. Ich hatte es jetzt schon einige Zeit nicht mehr an und es ist auf jeden Fall so, dass jedes Schiff seine Stärken und Schwächen hat natürlich. Der Flugzeugträger hat zum Beispiel seine Flugzeuge, mit denen er effektiv andere Schiffe bekämpfen kann, aber er selbst ist natürlich super verwundbar. Und deswegen habe ich ihn erstmal mit dem Autopilot hinter die nächstbeste Insel manövriert, um so ein bisschen Deckung zu haben. Und bei den Flugzeugen ist es so, da muss man ein bisschen aufpassen. Zum Beispiel haben gegnerische Kreuzer oft sehr starke Flugabwehr und wenn die sich in der Nähe von zum Beispiel Schlachtschiffen aufhalten, dann ist es für die Flugzeuge recht schwierig, an die Schlachtschiffe ranzukommen, ohne halt von der starken Flak von den Kreuzern angegriffen zu werden. Und ich bin jetzt hier als allererstes mit einer Staffel Torpedobomber unterwegs. Das heißt, die können natürlich Torpedos abwerfen und man möchte dann möglichst von der Seite an ein Schiff ran, weil man da natürlich die größte Angriffsfläche mit den Torpedos hat. Und ich habe dann recht schnell 2 Schlachtschiffe ausgemacht. Vor denen stand aber ein Kreuzer, deswegen wollte ich den so links ein bisschen umfliegen, damit ich nicht von dem direkt weggebürstet werde. Aber dummerweise ist dann links von mir direkt noch ein Kreuzer aufgetaucht und ich bin voll in den reingeflogen, habe schon gut kassiert auf jeden Fall. Ich wollte aber den Angriff jetzt nicht abbrechen und bin dann erstmal weiter auf die Schlachtschiffe zugeflogen. Das war aber auf jeden Fall keine gute Idee, denn in dieser heftigen Flak-Todeszone hier zwischen den ganzen Schiffen sind meine ganzen Torpedobomber abgeschossen worden und ich wollte gerade noch mit dem letzten Torpedobomber den Torpedo werfen, bevor der dann auch das Zeitliche gesegnet hatte. Man kann auf jeden Fall seine Flugzeuge auch mit der Taste F wieder zurückrufen. Die fliegen dann automatisch zurück zum Flugzeugträger, werden dann aufmunitioniert und wieder aufgefüllt, sofern noch Flugzeuge auf dem Flugzeugträger vorhanden sind. Und ich habe dann erstmal eine Bomberstaffel gestartet. Die funktioniert ein bisschen anders als die Torpedobomber. Hier ist es am effektivsten, wenn man frontal auf ein Schiff fliegt und nicht von der Seite. Und was ich halt gar nicht so wirklich bedacht habe, ist, die Schiffe hier werden in verschiedene Tierstufen eingeordnet. Und der Flugzeugträger, den ich hier benutze, das ist ein Tier 4 Flugzeugträger. Das heißt also, man tritt auf jeden Fall gegen andere Spieler an, die so im gleichen Tier unterwegs sind. Und Tier 4 hat man eigentlich nicht von Anfang an freigeschaltet, deswegen habe ich hier auf jeden Fall gegen Spieler gespielt, die schon ein bisschen Erfahrung hatten und halt eben Tier 4 Schiffe schon freigespielt hatten. Und da ich seit einiger Zeit nicht mehr gespielt hatte, haben die mich ganz schön hier aufs Korn genommen und ich musste erstmal gucken, wie ich hier klarkomme. Ich habe dann noch mit meinen verbleibenden Flugzeugen, also mit den Torpedobombern und auch mit den Angriffsflugzeugen, die mit MG und Raketen schießen, ein bisschen rumgeballert. Da es aber meine erste Runde seit langer, langer Zeit war und der Gegner ziemlich gut war und auch die anderen Verbündeten fertig gemacht hat, mussten wir dann leider den Sieg dem Gegner überlassen. Ich bin dann aber direkt in die nächste Runde reingestartet und habe jetzt mal quasi mit dem kleinsten Schiff gespielt, nämlich mit dem Zerstörer. Und eine Sache, die ich an dem Game auf jeden Fall richtig gut finde, ist, dass wenn man die Schiffsklasse wechselt, man quasi ein komplett anderes Gameplay hat. Der Zerstörer zum Beispiel hat eher kleine Kanonen, hat dafür aber die Möglichkeit, eine Rauchwand zu legen, in der sich Verbündete und er selbst natürlich verstecken können. Und er hat noch als Zweitbewaffnung Torpedowerfer, was eine ziemlich starke Waffe ist gegen alle Arten von Schiffen, wenn sie denn mal treffen. Und ich erinnere mich auf jeden Fall nicht daran, dass ich früher recht häufig Zerstörer gespielt habe, deswegen war das alles noch ein bisschen neu für mich, aber es hat alles richtig gut funktioniert. Denn nachdem ich hier ein bisschen rumgeballert hatte mit den Hauptgeschützen von meinem kleinen Schiffchen hier und ich fast gegen hier diese Insel gefahren wäre, konnte ich tatsächlich einen anderen Zerstörer mit einem Torpedo treffen.
Treffer versenken. Und das war ein ziemlich gutes Gefühl, hier mein erstes Schiff heute an dem Tag vernichten zu können. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das Spiel, das sieht echt cool aus, aber ich habe gar keinen Bock zu grinden, bis ich halt mal die höheren Tiers erreiche, dann könnt ihr den Link unten in der Videobeschreibung benutzen. Damit supportet ihr mich auf jeden Fall sehr und ihr bekommt, wenn ihr da draufklickt, ein fettes Welcome-Paket für neue Spieler im Wert von 25 Euro. Und darin enthalten ist 500 Dublonen, also die Premium-Währung, 7 Tage Premium-Spielzeit, 2 Millionen Ingame-Credits, ein Tier-4-Schiff, das ihr gar nicht hochgrinden müsst und. Und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Klickt jetzt unten auf den Link und registriert euch gerne. Denn das ist, wie gesagt, auch ein heftiger Support für mich. Denn Wargaming sieht dann halt, okay, die klicken auf seinen Link und spielen das Spiel vielleicht ein bisschen. Und natürlich ist das Ganze sonst kostenlos. Ihr müsst natürlich nichts bezahlen. Und könnt die meisten Ingame-Spielinhalte halt auch durch einfaches Spielen und Verdienen von Belohnungen freischalten. Und hey, guck mal, ich habe noch ein Schiff versenkt. Die neueste der 5 Klassen sind übrigens die U-Boote. Und als ich das letzte Mal halt World of Warships gespielt hatte, da gab es diese Klassen noch nicht. Deswegen hatte ich noch keine von denen freigeschaltet. Und da auch nochmal vielen Dank an Wargaming, dass ihr meinen Account mit einem Haufen U-Booten vollgepumpt und mir noch ein bisschen Ingame-Währung und Premium-Währung gegeben habt, damit ich die auch noch ausrüsten kann und euch die jetzt hier auch nochmal zeigen kann. Das ist für mich auch eine Premiere gewesen. Ja, ich habe vorher auch noch nicht mit U-Booten gespielt und ich muss sagen, ich finde sie richtig, richtig toll. Schauen wir doch einfach mal rein. Und natürlich spielen sich U-Boote wieder ganz anders als die anderen Klassen, denn bei denen ist es so, dass sie super verwundbar sind, also sie haben echt nur sehr, sehr wenig Trefferpunkte. Dafür können sie natürlich tauchen und sich verstecken und sie haben auch eine ganz besondere Angriffsmechanik. Bei den U-Booten ist es nämlich so, dass sie natürlich Torpedos haben, aber diese Torpedos sind zielsuchend und die U-Boote können einen Ping abfeuern, der dann in Richtung des anvisierten Mauscursors halt fliegt, und wenn er ein Schiff oder ein U-Boot vom Gegner trifft, dann wird die getroffene Stelle für eine bestimmte Zeit lang markiert und man kann dann entweder die Torpedos abfeuern, die würden dann zielsuchend auf diese markierte Stelle zugelenkt werden, oder aber man kann versuchen, diese Stelle nochmal mit einem Sonarping zu treffen, und wenn man die gleiche Stelle nochmal trifft, dann wird sie quasi doppelt markiert und die Torpedos können viel, viel engere Kurven fahren und so noch besser aufs Ziel manövrieren. Das mag sich jetzt erstmal ziemlich OP anhören, ist es aber eigentlich gar nicht, denn der größte Feind der U-Boote sind auf jeden Fall die Zerstörer, die das U-Boot auch getaucht per Sonar entdecken können. Aber natürlich auch Flugzeuge oder andere U-Boote können einen dann auch im getauchten Zustand gefährlich werden, eben mit Wasserbomben oder halt eben mit Torpedos. Und natürlich kann man auch nicht unendlich lange unter Wasser bleiben, das ist hier durch einen Timer, den ihr so in der mittleren rechten Seite des Bildschirms gerade seht, natürlich limitiert, und danach muss das U-Boot auf jeden Fall wieder auftauchen. Außerdem kann es sein, dass wenn ein U-Boot unter Wasser getroffen wird, es dann ein Ölleck bekommt und dann an der Wasseroberfläche so einen Ölteppich hinterlässt, der dann die Spur und die Position des U-Boots verrät. Und wir können ja einfach mal schauen, wie ich mich hier so geschlagen habe. Ich habe mir dann gedacht, ich nutze hier diese große Felseninsel als Deckung, um näher an die Feinde ranrücken zu können, ohne selber entdeckt zu werden. Und ihr seht da auf der anderen Seite der Felseninsel ganz kurz hier diesen Marker von dem Kreuzer, der da anscheinend auch vorhat, auf der anderen Seite der Insel vorbeizufahren. Und mein Plan war dann so ein bisschen bis an die Insel ranzufahren und den dann abzupassen, wenn er auf der rechten Seite wieder hervorkommt. Und das hat auch echt gut funktioniert. Der kam dann auch wie erwartet hinter dieser Felsenklippe hervorgeschippert und ich war schon auf Seerohrtiefe gegangen, deswegen konnte er mich nicht entdecken. Ich bin dann noch tiefer getaucht und habe ihn dann unter Wasser erstmal markiert. Und ich habe mir dann gedacht, ich feuer jetzt mal noch nicht und versuche die gleiche Stelle einfach nochmal zu treffen, was mir dann auch geglückt ist. Er war dann aber leider zu nah und ich konnte meine Torpedos nicht mehr auf ihn abfeuern. Er hat dann aber links herum gewendet und so wieder etwas Abstand zwischen uns gebracht und mir ist dann nochmal geglückt, zweimal die gleiche Stelle zu pingen und dann auch meine Torpedos abzufeuern. Und auch wenn ich da nochmal gut von einer Wasserbombe getroffen wurde, tja, was soll ich sagen, haben die Torpedos den Kreuzer dann einfach zerrissen und den sofort versenkt, was ziemlich cool und ziemlich befriedigend war. Und ich finde diese Art und Weise, die U-Boote zu spielen, ziemlich faszinierend. Ich hatte auch noch ein paar andere Runden mit U-Booten gespielt. Allerdings ist es schon ziemlich knifflig, diese Balance zu finden zwischen offensiv angreifen und dabei nicht entdeckt zu werden. Aber diese Runde, denke ich, zeigt ganz gut, wie so ein U-Boot funktioniert. Und das ist für mich auf jeden Fall meine neue Lieblingsklasse. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick in World of Warships geben. Es gibt natürlich noch
hunderte weitere Schiffe von verschiedenen Ländern und Klassen. Und wenn ihr sagt, ihr habt Bock darauf bekommen, hey, dann probiert es einfach mal aus. Es ist, wie gesagt, komplett kostenlos und mit dem Link in der Videobeschreibung unten bekommt ihr noch dieses fette Starterpaket mit ersten Schiffen, Ingame-Währung, Premium-Währung, Premium-Spielzeit. Also nutzt das vielleicht mal und schaut euch das Game gerne mal an. Vielen, vielen Dank nochmal an Wargaming, dass ihr mich angeschrieben habt, um euer fantastisches Spiel hier zu präsentieren. Und natürlich auch danke an alle Kanalmitglieder. Das hier heute ist auf jeden Fall ein weiterer Meilenstein dieses Kanals und den habe ich natürlich auch euch zu verdanken. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Pfister. Ciao.